Uhu, liebe Schizos, herzlich willkommen hier zu dem letzten Video aus der Reihe Speed Talk. Ich habe vor einiger Zeit auf meinem PC Speed Talk wiederentdeckt. Das ist etwas, was ich vor vielen Jahren mal gedreht habe. Und ich habe mir gedacht, ich werde euch das Ganze mal zeigen. Heute ist also die fünfte und letzte Ausgabe davon. Ich habe nur 5 Folgen davon produziert. Falls du die letzten 4 noch gar nicht gesehen hast, dann tu es bitte auch nicht. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen Ausgabe. Ich möchte aber doch nochmal ganz kurz eine Minute nutzen, um euch zu erzählen, dass ich auch bald wieder live bin. Hier auf dem Kanal Schizos Streamer. Das Ganze wird wahrscheinlich ab März wieder losgehen. Es dauert also noch ein bisschen, aber ab März bin ich wieder hier mit dem Happy Stream. Einmal im Monat, es wird immer der letzte Samstag im Monat sein, 21 Uhr. Startet hier immer der Happy Stream mit einem kunterbunten, verrückten Entertainment Stream. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn auch du wieder mit dabei bist. Und wer sagt, oh, das dauert noch so lange, ich würde gerne vorher mal wieder irgendwas sehen. Dann, Freunde, lege ich euch meinen neuen Kanal ans Herz. Und zwar Unnützes Wissen, das Quiz. Und dort geht es am 11. Februar los, wie besagt, mit dem Quiz Unnützes Wissen. Und dann... Da freue ich mich sehr drauf. Das Ganze wird tatsächlich wöchentlich stattfinden, jeden Freitag 21 Uhr. Unnützes Wissen, das Quiz. Das Ganze findest du auch unten in der Videobeschreibung. Kannst du mal gerne draufgehen und schon mal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Da gibt es natürlich auch noch Kanäle auf TikTok, auf Instagram und es gibt dazu auch noch einen Discord-Channel. Also, wer das nicht verpassen will, sollte folgen und abonnieren. Aber... Jetzt geht's los mit der letzten Ausgabe von Speed Talk und ich wünsche euch heute natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022 und ich wünsche euch allen nur das Beste, dass ihr ja munter, gesund und fröhlich ins neue Jahr kommt. So, und dann sehen wir uns, wenn ihr mögt, im Februar, 11. Februar wieder auf Unnützes Wissen, das Quiz. So, und jetzt geht's aber los. Viel Spaß! Hallihallo, hallo, ich bin's wieder, eure Sonja Ziedbauer und unser Thema heute ist ein ganz aufregendes, ich bin schon ganz kribbelig, Sex im hohen Alter, geht das? Ich bin mal sehr gespannt, ja, ich habe natürlich noch viel Zeit, bis ich das hohe Alter erreicht habe, das ist klar, das sieht man mir an, aber dennoch ein sehr interessantes Thema. Deswegen habe ich mir auch 3 ganz interessante Gäste eingeladen, und zwar unter anderem, manchmal bin ich auch ein Dösbaddel, ne? Also, Walter Anders heute bei uns, ja, Walter, ich bin mal sehr gespannt, was sie da uns, außerdem Horst Böhm bei uns, hallo Herr Böhm, ja, und Andrea Boberta, da gibt es nichts weiter zu sagen. Ja, fangen wir an mit unserem wunderbaren Thema Sex im hohen Alter. Geht das? Und ich gebe quasi die Frage mal direkt weiter an Walter. Herr Anders, ja, Walter, wie komme ich denn dazu? War da was mal im Busch mit uns beiden? Man weiß es nicht. Ja, Herr Anders, geht das denn? Ich meine, ne, Sie sind da an erster Quelle. Erzählen Sie mal. Liebe Sonja, selbstverständlich geht das. Aber, und das muss ich auch mal ganz klar an die Zuschauer an die Zuschauer sagen, es geht nur dann, wenn man sich körperlich fit hält. Ja, ja, das ist wirklich so. Man muss ein bisschen trainiert sein, damit man im hohen Alter einer Dame ja, noch wirklich etwas bieten kann. Körperlich, Ausdauer, Fitness ist da dann doch eine sehr wichtige Sache. Weil man ja an sich nicht mehr so die Kraft hat. Aber dadurch, dass ich Sportler bin und Langlaufstreckenmeister bin, ja, Sonja, kann man davon ausgehen, dass ich gut trainiert bin. Und das kommt bei den älteren Damen gut an. Ja, mein Body, was weiß ich, macht eine Menge her. Ja, und ja, es bringt immer noch Freude, da doch aktiv im Geschehen mit eingreifen zu können. Oh. Darfst du keiner erzählen, sowas? Im Übrigen, Sonja, stehe ich auf jüngere Frauen. Also das muss ich dann doch nochmal durch die Blume hier sagen, ne? Sag mal, auf jüngere Frauen stehe ich. Du bist ein lecker Mäuschen, ne? So. Stehst du das, was ich meine?
Ja, wie oft im Monat haben Sie denn Geschlechtsverkehr? Können Sie uns das hier vielleicht mal... Ja, Sonja, nun ist klar, dass ich natürlich viel trainieren muss und mich da auf meine sportliche Karriere weiterhin konzentrieren muss. Aber, und das flüstere ich mal unter uns zwei Zwitschermäuschen hier so, ja? Also, so dreimal im Monat sicherlich, ja? Also nahezu einmal in der Woche, grob gesagt, ja? Aber das kann ja vielleicht auch mehr werden, Sonja, oder? Ja, kommen wir zu Horst. Horst, wie sieht es mit Ihrer Sexualität aus? Ja, liebe Sonja, bei mir ist das so, also ich habe keine Frau, die ist schon vor langer Zeit verstorben. Oh. Und dementsprechend muss sich der Mann auch im hohen Alter selber helfen. Nicht? Und da gehe ich mir immer selber zur Hand. Ja, ja, oftmals immer am Donnerstag. Da steht immer bei Sky so ein Hähnchenwagen. Da hole ich mir ein schön warmes, brutzliges Hähnchen mit einer schönen kräuterigen Marinade. Ja, wärme das bei mir zu Hause auf der Heizung nochmal auf, schmier das Ganze mit Öl drin nochmal ein und dann kann ich dir sagen, flutscher ich da ganz schön mit über den Bordstein. Ne? Verstehst du, was ich meine? Ja. Das bringt Laune, das bringt Spaß. Aber das kostet natürlich auch dem alten Herrn viel Kraft. Ne? Ich bin ja nicht so sportlich aktiv wie er hier. Jo, und dann musst du dich da schon erst mit 2 Monaten von erholen. Ne? Aber dann hast du auch wieder Janka auf so ein ganzes Hähnchen. Ja, meine Damen und Herren, das waren also jetzt die beiden älteren Herren. Nun fragen sich vielleicht einige, was will dir Andrea jetzt erzählen? Aber Andrea, du hast dir schon mal einem älteren Herrn zur Verfügung gestellt. Wobei er dann starb. Ist die Sendezeit auch schon wieder um? Ja, meine Damen und Herren, das war Speed Talk für heute. Ja, wieder mit eurer Sonja Kiesbauer. Ich freue mich, wenn wir uns irgendwann irgendwo mal wiedersehen. Bis dann, macht's gut und ciao! Lasst Chizo gerne wissen, wie ihr es fandet. Hat es euch gefallen, dann lasst einen Daumen nach oben da. Als ob. Wenn ihr nicht genug von der Grütze bekommen könnt, dann folgt ihm auch auf Instagram. Dort hinterlässt er fast täglich sinnfreien Schrott aus seinem traurigen Leben. Man glaubt es kaum, doch der Möchtegern Meister der guten Unterhaltung besitzt sogar einen Discord-Server. Dort könnt ihr chatten, Minigames spielen, erhaltet immer die aktuellsten Updates rund um die Streams und vieles mehr. Also, es lohnt sich nicht, auf dem Server beizutreten. Es gibt auch einen Shizu-Shop, aber wer will schon zu überhöhten Preisen mindere Qualität erwerben? Eben, niemand. Wenn ihr wieder einmal nichts Besseres zu tun habt, dann sehen wir uns im nächsten Stream wieder. Bis dahin, haut rein!